Willkommen zu einer neuen Runde auf unserem schon wieder nicht mehr Lieblingsperfekt. Ich habe mein Stream-Overlay noch an. Ja, Tim und ich haben gerade gestreamt, ganz kurz, ganz wichtige Sache. Checkt mein Twitch aus an der Stelle und mein Instagram und mein Twitter und teilt uns da, wenn ihr mich supporten wollt. Dankeschön, tschüss. Ganz kurz mal eine, ja, nennen wir es mal eine lustige Side-Story. Ist es schon wieder ein komischer Cheater drin? Ja, wer cheatet dann? Ich. Was? Wer cheatet denn? Deine Mom. Hast du Client an oder nicht? Nein. Achso, langweilig. Ich habe jetzt eigentlich schon drauf gehofft. So, jetzt mal lustige Side-Story an der Stelle oder eigentlich sad Side-Story. Nach der letzten Aufnahmereihe auf diesem Server habe ich Premium Plus wiederbekommen. Und Tim und ich wollten heute aufnehmen, was wir jetzt auch machen, I guess. Das kriegst du aber auch gar nicht. Warum denn auch? Wieso fällt man hier eine halbe Stunde runter? Und ich habe gestern noch kurz gecheckt, ob ich noch Premium Plus überhaupt habe. Und gestern hatte ich's. Und jetzt, wo wir aufnehmen, habe ich's nicht mehr. Digga, es ist halt irgendwie. Ich komm halt eigentlich nicht auf den Server klar, weil. Die haben auch Federfallschuhe. Die haben das einfach 1:1 von Gomme kopiert. Nice. Nee, aber die Sache ist halt die einerseits. Ich find's halt einfach irgendwie gerade lustig. Ja, aber ich finde es halt gerade einfach wirklich lustig. Ich check gestern noch, weil gestern hatte Tim keine Zeit oder keine Lust. Tim, was war es denn dann? Ich habe, glaube ich, bis 9:30 oder so das Basti-Stream geschaut und bin dann pennen gegangen. Also keine Lust. Hallo. Tschüss. Junge. Ja, nächste Runde geht's weiter, ne? Viel Spaß. Ich finde halt die Logik auch gut, wenn man hier Stats All macht. Ich bin Platz 1 im Ranking, 100% Winrate. Bin hier, Platz 1 hat 13 Wins, nicht mal die Hälfte von meinen. Ich habe noch 14 Gigabyte. Find's gut, dass ich wie viel Zeit ich habe inzwischen in Gigabyte angebe. Eine Ewigkeit später. So, kannst du jetzt mal bitte neu joinen, Tim? Können wir mal darüber reden, dass Amazon Photos bei mir gerade 85% CPU zieht? Photos. Verarscht ihr scheiß Hurensöhne? Nö. Da bin ich halt komplett raus. Ja, Nick, schau mal. Lauf mal in meine Richtung. Lauf weiter, langsam. Weiß nicht, was du willst. Ganz chillig. Hab Sandstein gekauft, die geht. Dadurch, dass du 4 Monate lang jetzt was gefixt hast und auch nichts gefixt hast, habe ich vergessen, wo ich die letzte Runde gerade am Reden war. All around me are familiar faces, worn out. Was habe ich gemacht? 8 Monate gebraucht, um in eine neue Runde zu kommen. Nein, ich habe Account geswitcht. Um genau zu sein, habe ich Client geswitcht. Die Sache ist halt die, was mich auf diesem Server manchmal absolut verwirrt. Kannst du dich daran erinnern, als wir das letzte Mal aufnehmen wollten, wo ich dann mit der Aufnahme nicht zufrieden war und wo deine Aufnahme dann geleckt hat? Ja. Du kriegst Permaban, ich gehe in Teamspeak, sag, mein Aufnahmepartner hat Permaban bekommen. Ja, wissentlich, dass du das bist. Und Tim, würdest du sagen, du und das Serverteam, ihr habt eine kleine Vorgeschichte? Nein. Eigentlich wirklich ein Steve? Was? Eigentlich wirklich ein Steve? Ja, chill mal. Nein, du bist Donald Duck. Geil. Ja, bei mir bin ich halt ein Steve. Protect. Ich hab dich erstaunlich oft für deine 6er Range oder was du da hast gehittet. Ich weiß selber nicht. Warte, lass mich mal kurz nachschauen, was ich hab. Warte, ich kann's versuchen. Ja, Digga, chill doch mal. Chill halt. Ich komm halt echt nicht auf den. Nein! Das war nicht meine Absicht. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ich komm nicht drauf klar. So, zum Beispiel, du wurdest gebannt. Die wissen, dass du das bist. Die wissen, dass du cheatest. Die wissen, dass wir eigentlich Stats boosten hier. Also, alles Sachen, die auf dem Server nicht so ganz erlaubt sind. Vor allen Dingen die. Ja. Mach's mal ein bisschen fairer. Es kommt jetzt teleportet oder was? Soll ich das nochmal machen? Das war letztes Mal echt lustig. Einerseits, wenn wir aufnehmen wollen und du für Cheating Permaban bekommst, gehe ich in Teamspeak, sag so, yo, mein Aufnahmepartner wurde gebannt. Wie bin ich da runtergelaufen? Weil du lost bist. Stimmt, hatte ich erwähnt. Aber dann gehen die hin und entziehen mir wieder direkt mal Premium Plus. Ich habe, glaube ich, noch keine, also doch eine Aufnahme schon, aber ich habe noch kein Video mit Premium Plus hinbekommen, weil die Aufnahmen, die wir mit Premium Plus hatten, mit der war ich nicht zufrieden. Ich würde sagen, das ist eine recht gute Bilanz. Wenn ihr jetzt sehr starkes Mitleid mit mir habt, folgt mir unbedingt auf Twitter und auf Twitch. Und abonniert mich auf YouTube und aktiviert die Glocke und so weiter und so fort. Schau einfach mal nach vorne, weißt du, wie man mit diesem Turm hier rumkommt? Mit Fly. Wieso wusste ich? So können wir das machen. Kannst du mich sogar hitzen. Das Problem ist, ich krieg von dem Knopf. Digga, ich flieg halt direkt bis nach Mekka. Ja, ich flieg halt direkt auf, halt nicht durch meine Bronze.
Also ich find's lustig. Ja, ja, reicht. Ich habe keinen Speicherplatz mehr, um es noch weiter lustig zu finden, Tim. Ja, Digga, chill halt noch. Der Blei war nicht ganz absichtlich. Ja, Digga. Digga, ich geh rein in CSGO, spiel mal mit Spinbot. Oh, das war nicht ganz absichtlich. Das war nur halb absichtlich tatsächlich. Eigentlich müssten wir mal Dual POV aufnehmen, wenn du cheatest. Das könnte bestimmt lustig für meine Viewer werden. Mein Fucker geht nicht für Raws. Was geht nicht? Mein Fucker geht nicht für Raws. All around me are familiar faces, worn out. Eine gewisse Art von Karma, wenn man... Digga, willst du mich verarschen? Ich stelle mich jetzt hier hin. Warte, du spawnst hier in der Mitte, oder? Ja. Ja. Aber ich habe Spawn Protection, das heißt, die Runde wird nicht mehr... Digga, hallo, reicht. Warte mal, ganz kurz, kann es sein, dass die Damage Indicator nicht disabled haben? Please. Ehre genommen! Genau. Du hast Ease falsch geschrieben. Falsch, ich habe Ease andersrum geschrieben. Nein, Ease andersrum wäre sie. Z schreibt man immer groß. So ein Ding ist das. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir sehr gerne mit dem Like und einem netten Kommentar. Schreibt einfach mal, wenn ihr bis hier geschaut habt, Hashtag Premium Plus für Nick in die Kommentare. Tim, dein Statement? Gute Nacht. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir unbedingt auf meinem Twitch, Twitter und Instagram. Alles in der Beschreibung verlinkt. Abonniert mich auf jeden Fall. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Stuff mehr verpasst. Teilt den Stuff. Würde mich supporten. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tim, deine Meinung? Es interessiert wirklich gar keinen. Genau. Hey, wir sind uns einig. Gut, dann erzähl nochmal was. Erzähl meinen Zuschauern mal. Gerhard Schröder selbst, Ananta Maxis, vermacht mir Zukunftsängste. Aha. Ganz genau so sieht's aus. Erzähl dir mal eine gute Nachtgeschichte. Erzähl mal eine gute Nachtgeschichte. Ah, fuck, warte, nimmst du noch auf? Nein. Glaube ich dir nicht. Erzähl trotzdem. Kann ich nicht callen, Alter. Ja, ich schneid's raus. Ja. Warte. Zum Abschluss dieses Videos deine Meinung zu diesem Tweet. Was? Versteh's auch nicht. Das war übrigens der Typ, der die Umfrage gemacht hat, brauchen wir mehr Linksextremisten. Ja und ja. Bin, by the way, keine Frau-Sternchen, kein Mann-Sternchen. Bin kein Sternchen. Bin einfach nicht binär, ist jetzt keine große Sache. Ja. Sag mir bitte nicht, dass du der eine Like auf dem Tweet bist. Gut, jetzt erzähl noch mal kurz die Gute-Nacht-Geschichte. Gute Nacht. Ah, nee, guten Morgen, falsch rum. Nee, jetzt call mal. Ich will gleich schlafen und dann brauche ich eine Gute-Nacht-Geschichte. Ist so deine Gute-Nacht-Geschichte möchte ich dir ganz sicher nicht erzählen. Das, was du an Gute-Nacht-Geschichten hörst, ist doch nicht FSK 18. Ich habe meinem Cousin früher mal manchmal Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Gegebenermaßen waren es einfach nur die mein Vater mir früher erzählt hat. Das waren gute Zeiten. Tim, kannst du mir jetzt mal bitte eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen? Nein. So, muss ich jetzt wirklich vorher noch aufhören aufzunehmen? Ja. So, Leute, wenn ihr der Meinung seid, dass Tim unbedingt nächstes Mal die Gute-Nacht-Geschichte nachholt erzählen muss, lasst doch jetzt sehr gerne in den Kommentar da, in dem ihr schreibt Hashtag Tim erzählt die verfickte Gute-Nacht-Geschichte, alternativ reicht auch Hashtag Tim. Oder beides noch besser. Dann schaut unbedingt auf meinen anderen Socials vorbei, ich hab's schon gesagt. Bis dahin, ciao. Tim, willst du noch sagen? Hast noch ein paar hundert MB. Gute Nacht. Sonst noch was? Nein. Und sonst noch was? Halt einfach dein Maul. Perfekt. Dann erzähl mal. Habe ich gerade diesen Tweet gesehen und hab mir so gedacht, ja, schön. Und hab dann eine Sekunde nachgedacht und hab mir so gedacht, oh fuck. Jetzt darfst du dreimal raten, warum? Keine Ahnung. Es ist ein Hentai. Ja, und? Was und? Es ist ein Hentai. Ja, und was ist daran jetzt schlimm? Ah, okay. Perfekt, Digga. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir unbedingt auf meinem Twitch, Twitter und Instagram. Alles in der Beschreibung verlinkt. Digga, Sprachbehinderung kickt aber anders.